Ganz ehrlich, wenn jetzt nicht bald einer mit einem Feuer rankommt, macht nichts, weil... Weg! Ritschi denkt jetzt nichts, wenn ich so rede. Ritschi ist jetzt eh ganz viel geschnitten. Also, jetzt wird eh ganz viel geschnitten, es kriegt keiner mit, dass wir Verzögerungen drauf haben. Zumindest, ihr seht ja meinen Harry, unseren Artilleriemeister, Anzündmeister, da macht jetzt die zweite Raketenstart bereit. Sie zündet ihn auf in das Jahr 2021. Ihr seht das zweite Lichtblicklichen. Da hinten ist der Zeitblitzen. Schau, wie es das hier ist. Da hinten und so. Aber schau dir das an. Das ist ganz hinten in die Ortschaften. Das möchte man vielleicht auch noch erwähnen. In den Ortschaften, da wird ein bisschen mehr rebelliert wie in der Innenstadt. Ja, die haben einfach mehr Geld fürs Feuerwerk. Oder so gesehen? Willst du jetzt sagen, dass wir so gestopfte Hunde sind, oder was? Nein, die wohnen da drüben, so haben sie mehr Feuerwerk. Artillerie-Anzündmeister Harry wieder voll am Werk. Ja, schöne Träne war das. Eine schöne Dunkelträne. Alter, das ist sowas von einem Grafe. Okay. Du schau, dass du das auf die Kamera bringst, wenn es geht. Mit so einem Panorama auf Stativ und so. Geil. Hoppala. Nein, schau, nicht auf die Straße. Mali! Jawohl! Ja!
candlelight. You want one? Das ist ein schöner Abklang für das alte Jahr. Bitte. Somit haben wir wirklich einen schönen Abklang für das neue Jahr 2020 zum 2021. Mit der alten Stadtlocation hier unten seht ihr die ganzen Schlafschafe, wie sie schlafen, nicht aktiv sind, zu Hause sitzen, Nasen bohren, vielleicht noch eine Bohle zu Hause zwitschern, aber trotzdem Nasen bohren. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Alter, haben wir Kosten und Mühen nicht gescheut mit Special Effects. Das muss ich nochmal sagen. Also ich hätte nochmal gesagt, der Gertsche und ich, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, weil Freiheit erkämpft werden will, indem wir den alten Feind, Zitat Kung Fu Panda, angegangen sind und die Stufen raufgegangen sind. Ne? Das war ja schon mal ein Jobs. Es ist ja körperliche Ertüchtigung. Erster Güte. So, ja. Okay, passt. Man sieht zwar eh überhaupt nichts, aber da haben wir jetzt noch einen. Damit ist unser heutiger Rebellen, wir ballern sinnlos Geld in den Abendhimmel, Auftritt erfüllt. Wir gönnen uns jetzt, wo wir nach dem 10. nicht arbeitenden Feuerzeug chinesisches Graffe entflammen konnten, die obligatorische Flasche Sekt, räumen brav unseren Müll weg und freuen uns auf dein Video, das das Ganze hoffentlich schön in Szene setzt. Also wie seht ihr, jetzt hat der Man in Black gesprochen, Man in Black deswegen, weil man gar nichts mehr sieht hier. Ja, aber trotzdem, es geht ja, machen wir mal ein Audio-Tutorial, wie man fachgerecht Feuerwerkskörper für die Freiheit ins Jahr 2021 abfeuern kann in eine menschenleere Stadt. Trauriges Gefühl, aber Hauptsache die Rockabilly sind noch unterwegs. Dann schauen wir mal, dass wir unsere Freiheit im nächsten Jahr zurückerobern. Mit einem guten Feuerwerksspektakel. Und somit Prosit, Neujahr! Oder? Was heißt? Gut Neujahr! Wir schauen, da hat ja eher noch einer ein bisschen ein Feuerwerk mit. Gefällt mir, gefällt mir. Das nenne ich meinen guten Absport. Der hat wahrscheinlich auch das Problem gehabt, dass das Feuerwerk nicht funktioniert hat, weil das Feuer nicht funktioniert hat. Das kommt mir vor, meine Feuerzeuge bei mir sind kacke die ganze Zeit. Nur bei dir nicht. So. Ja, jetzt kommt ein bisschen aus. Was ist denn? Na schau mal, was das wird hier. Na, guck mal. Das sehe ich jetzt nicht wirklich drauf. Oh, ja. So, die kubanische einmal Revolution, oder? Ja. Dankeschön. Einmal für den Harry. Dankeschön, dankeschön. Okay, brauchen. Einmal für den Roman. Und ich hab mich verzählt, ich krieg zwei. Ja, geil. Verzählt, sagt ihr jetzt wieder was. Achtung, jetzt kommt der Zaubertrick. Ja. Ja, sagen wir mal, Juchte. Leichten die alle so schön. Jawohl, ja.
Warte, das muss ich jetzt mal auf die Kamera aufnehmen. Komplett daherreden sind eh wir da. So. Es werde Licht. Jetzt schon reicht, schon reicht, schon her. Wie macht Schädel weh, dass die gerade so freist. Und es leuchtet im Dunkeln. Möge dem kurz ein Licht aufgehen. Du hast da noch ein bisschen zu wenig drin. Ja. Das werden wir noch bessern. Ist ja ein Schott drum, wenn der Nuttendiesel überbleibt. Hast du jetzt quasi deinen Uhudler ausgeschüttet? Naja. Erst erklärt er, wie gut er ist, dann schmeißt er den Dreck. Man darf nicht rumhudeln, man muss umhudeln. Ja, ja, ey. So, auf ein besseres 2021. Cheerio. Cheerio! Das ist ein voll Teil. Wird Zeit, dass die Puffs wieder aufsperren. Ja. Dann hat man wenigstens was fürs Auge bei den Blablabla. Hauptsache, es schmeckt noch was. Ekelhaft! So, Burschen, da war ich ja nicht ganz verladen. Ich habe mir gedacht, auf Fliegenpilzen im neuen Jahr schaut auch nicht. Weil die Schwammerl haben wir in den Land schon genug, dir sage ich. Die Bauern früher im Mittelalter haben den Wein nicht saufen dürfen, die haben den aufgekochten Fliegenpilz trinken müssen, um Glücksgefühle zu erspähen. Und somit kriegt es schon einen Fliegenpilz. Den man nicht essen kann, wir werden ihn aufkochen. Ganz genau, so läuft die Partie. Jetzt kennst du aus. Ja, jetzt wahrscheinlich beim Pissen. Hab ein natürlich noch das verkohlte Rehl mit der Botschaft, um das es geht, festhalten. Ja, das sieht man da nicht. Steht's, da steht es nämlich schön drauf. Warte, wenn man den Ruß wegtut. Bitte gern. Da steht nämlich drauf, ein Feuerwerk für die Freiheit und eine Rakete für jeden Verfassungsbruch. Ja, wenn man okay. Licht anmacht, gell? Ganz genau, so. Also. Ein Feuerwerk für die Freiheit und eine Rakete für jeden Verfassungsbruch. Unmaskierter Widerstand, der nur Abstand zu totalitären Ideen für wichtig hält. Man soll ja nicht sagen, man ist nicht vorbereitet ausgezogen. So. So schaut's aus. Und das sind wiederum unsere neuen Waisenratshäuptlinge, die in den nächsten Jahren dann sagen werden, was gut und was schlecht ist. Und somit zum neuen Tutorial, wie macht man sich eine schöne neue Welt? Ganz einfach, man braucht dazu gar Geld. Nein, man fragt, zu einer schönen neuen Welt fragt man Axle. So schaut's aus. Und somit rutscht gut um ins nächste Jahr. So. Seid ein bisschen schlauer als wie wir, dann kann schon nichts mehr schieflaufen. Und somit. Juhu!